Weiß man doch, welche widerlichen Rituale sich im Düster des Regenwaldes abspielen. All die Heiden, Schlangenanbeter, Götzendiener und Monstren sondergleichen sind zugange mit allem, was der Himmel verboten hat. Menschenfresserei und blutige Menschenopfer. Aus der Hetzschrift Der Wilde und wie man ihm beikommt von Dorada Padigan Silberstein, Al-Anfa, 969 nach Bosporans Fall. Nachdem Rafim den Schwarzoger getötet hat und ihr die letzten Überreste eures Begleiters von dem Höhlenboden abgekratzt habt, seid ihr weitergegangen. Durch die Höhle in Richtung des Trommelgeräusches, was euch seit einiger Zeit schon verfolgt. Aber die Geister sind hier wohl immer noch um euch herum. Könnt ihr eure ehemaligen Kameraden wohl noch leicht spüren, wie sie an dem Gardianum herumkratzen, den Melligray vor einigen Augenblicken aufgespannt habt. Dann, nachdem ihr eine Ewigkeit durch die finsteren Katakomben und Gänge des Berges gegangen seid, öffnet sich das Ganze vor euch und ihr steht auf einem großen Plateau. Es ist gewaltig groß und ihr könnt eine zentrale schwarze Pyramide erblicken, die sich hier nach oben schält. Zahlreiche bunte Hütten, einige Elefanten, die merkwürdig verwest Baumstämme tragen, Opferpfähle, Ameisenhügel und alles ist garniert mit zahlreichen Schrumpfköpfen, weitere Trommeln und eine ganze Menge an wilden Voodoo-Kriegern, die hier umhergeistern, euch wohl noch nicht erblickt haben. Liebes Mio, ich bin so froh, endlich heraus zu sein aus dieser Höhle. Ah, furchtbar. Der Elefant. Er sollte nicht mehr am Leben sein. Die sollten alle nicht mehr am Leben sein. Ja, wo sind wir hier? Das ist der Heilige Gral. Wir sind am Ziel. Die Zitadelle der Geister. Die Rabenklaue wird unser sein. Kommt. Was hieß diese Rabenklaue? Ein heiliges Artefakt. Nichts, das was ich kümmern müsste. Ruhe. Ist okay. Ich wollte nur eine Nachfrage für den Fall, dass ich es sehe und dann könnte ich euch darauf hinweisen. Rafim, wir sollten dort nicht hineingehen. Könnt ihr noch einmal die gewaltige Stufenbrüder-Pyramide euch erblicken? Schwarzes Gestein, so wie der Wiesra. Und wenn ihr genauer hinguckt, könnt ihr erkennen, dass dort wohl nicht nur zahlreiche Opferinnen für schwarzverkrustetes Blut sich befindet, sondern auf deren Thron wohl etwas Gewaltiges hockt. Ein großer, zerfledderter Rabe, der dort oben auf der Pyramide steht. Aus Stein. Schwarzer Stein. Werden Sie uns wahrnehmen, gelehrter Herr, wenn wir näher herangehen? Sicher. Oder? Sicher, wir müssen mit ihnen verhandeln. Wenn ihr das könnt? Welche Sprache sprechen diese Monstrositäten? Ich kann nichts sprechen mit den Elefanten. Sprache der Geister. Wir sind ganz nah, die Rabenklaue. Ist so gut, wir kriegen das schon hin. Ich denke, die Geister sprechen doch auch unsere Sprache. Ich fasse mal Abel mir an der Schulter und flüstere ihm ins Ohr, was ist das? Wovon spricht er? Das ist die Zitadelle der Geister. Ich weiß nicht, was das ist. Dort erwartet uns der Tod. Ja, während ihr einem kleinen Pfad folgt, könnt ihr wohl erkennen, wie neben euch, es sah aus wie ein kleiner Hügel aus aufgeworfener Erde, aber wenn ihr euch genauer, er bewegt sich, ein 3 Meter großer Hügel und als ihr genauer hinschaut, könnt ihr erkennen, wie wohl riesige Söldnerameisen daran sitzen, also wesentlich größer, vielleicht so groß wie euer Finger. Ich sag doch gleich, es ist nicht bohrengefällig, was wir hier tun. Rafim, wir sollten dort nicht hineingehen. Was will er von ihnen? Was sind ein Artefakt stehlen, vermute ich. Xiaotl! Xiaotl kommt! Ich glaube, er macht auf sich aufmerksam. Er kann sicherlich etwas handeln. Ich denke, das wird der gelehrte Herr schon hinkriegen.
Ja, mittlerweile könnt ihr erkennen, wie die Einwohner, die Voodoo-Krieger, allesamt hochgewachsen, kupferfarbene Haut, sich zu euch umgedreht haben. Und sie haben merkwürdige, sind das Klingen im Gesicht, sie haben sich mehrfach geritzt, irgendwelche Sandkörner unter ihre Haut getrieben, sodass sie barbarisch aussehen, allesamt eigene Verletzungen, die sie beigebracht haben, und sie wirken sehr aggressiv, als sie sich dann in eure Richtung fortsetzen. Und der Schwarzmagier, der Nekromant aus Alanfa, hebt einfach nur seine Hände. Xiahote, Rabenklaue! Wenn ich sage, rennt, Rafim, dann rennt. Ja, was zum... Ich glaube, er beschwört diese Wesen hier. Weiß nicht so genau, aber dieses Xiaortel ist vielleicht ein Name. Das Ganze erscheint mir nicht so Boron-gefällig. Ich habe Angst vor ihnen, aber auch vor dem Magus. Er ist völlig verrückt. Versteht ihr, was ihr sagt, gelehrter Herr? Er spricht eine merkwürdige Sprache. Vermutlich eine Moa-Sprache. Ich weiß es nicht. Ja, währenddessen könnt ihr sehen, wie eine Person wohl hervorsticht, weil sie besonders klein ist. Eine kleine Schamanin, die von den untoten Elefanten auf euch zuhumpelt. Und ihre schlohweißen Haare bestätigen wohl nur ihr Alter. Unscheinbar alt. Ob sie tatsächlich... Sicherlich hat sie mehr als 100 Jahre gesehen. Hinkt sie auf euch zu. Eines ihrer Beine ist wohl ein Holzbein. Und betrachtet euch abschätzig. Die Elefanten hinter sich positioniert. Die anderen nehmen auch sowas wie einen Halbkreis ein, als der Nekromant unbeirrt auf sie zutritt. Gringukala, bring Klau von Raben. Xiaortel, wir bringen Tausch. Und dabei deutet er auf Abimir. Rafim, nimm ihn fest! Jetzt! Jetzt! Nimm ihn fest! Zieh mein Säbel und renn auf den Nekromanten zu. Ihr wollt ihn opfern! Was? Ich ziehe einen kleinen Dolch und positioniere mich irgendwie und gucke entsetzt von der einen zur anderen Seite. Hey. Signores, wir können das doch sicherlich alles klären. Sprechen wir darüber. Wir müssen jetzt nichts opfern. Ist ja keine gute Idee. Ja? Und während Jeff in sein Papa fällt, Rafim, du kannst erkennen, wie alles drunter und drüber geht. Wem sollst du vertrauen? Wem sollst du misstrauen? Einem Nekromanten, der wohl nach den Worten der Akademieleitung und des Patriarchen handelt? Oder... Du blickst noch einmal nach oben auf diesen zerfledderten Raben, ob das etwas mit den Alvaranjaren von Boron zu tun hat. Der Magier aus Betana, der Weißmagier, rennt auf den Nekromanten zu. Was tust du? Ja, auf ihm scheint tatsächlich etwas ratlos zu sein. Ihr wollt ihn opfern, aber im Namen... Warum im Namen Borons? Und dann zieht er auch seine Waffe und stürmt hinterher. Auf den Nekromanten oder auf Abimir? Ja, das ist eine gute Frage. Auf den Nekromanten, das ist hier kein Boron-heiliger Tempel, das kann ich nicht glauben. 5 Jahre später. Ihr befindet euch immer noch an Bord der mondsalbernen Drachentöter und wollt nun aufbrechen. Doch wohin geht es, Abimir? Ich besuche die Akademie und suche in der mathematischen Fakultät diesen Nandusgeweihten Nandusian. Möchte noch jemand mitkommen? Das ist wohl nicht der Fall, dann bist du alleine dort. Ja, die mathematische Fakultät, nach ein kurzes Gespräch mit der Hesindegeweihten unten, wieder geht es um den gleichen Fehler, den du wohl meintest, erkannt zu haben. Sie hält allerdings dagegen, zeigt dir an einer kurzen Tafelskizze wohl auch kurz das Gegenteil. Es ist nur ein einfacher Beweis über 3 Zeilen, den sie dann doch recht einfach aufschreibt und dich dann mit verächtlichen Worten unten stehen lässt. Du kannst noch einmal kurz 5 Minuten vor der Tafel stehen und dir diese Zeilen Zeile für Zeile ansehen und entscheidest dich dann, dass du nach oben ins Astrolabium gehst, wo du dann auch sowohl auf Nandusian als auch auf den namenlosen Hofastrologen triffst.
der dort in seiner seltsamen Abendgarderobe ein blaues Sternkleid steht und Pantoffeln. Sieht so aus, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen. Wurde er mir beschrieben, dieser Astrologe? Also ich weiß, dass er es ist, oder? Du kennst den doch schon. Wir waren schon mal gemeinsam hier. Genau. War das nicht da, dass du von dieser Mathematikerin absolut in die Tonne getreten wurdest? Das war der mit dem Teelesen und so weiter. Alles klar, gut. Ah, euch habe ich gesucht. Oh, da seid ihr ja. Schön. Ich habe euch vermisst, sagt man so? Nun ja. Ich rede jetzt mit dem Hofastrologen. Ja, genau, nicht mit Nandusian. Nun, mir wurde viel Gutes berichtet von euch. Ist dem so? Ja, wir hatten auch das Vergnügen. Ich meine, dass ich sogar ganz ausgezeichnet in eurer Zukunft lesen konnte. Dann selbstverständlich wurde euch Gutes berichtet. Nun, ich meinte mir, meine Gefährten berichtet mir von euren Forschern und eurer nun ja assoziierten Grandenfamilie. Ich finde diese Astromantie ein spannendes Thema. Ja, gar freilich, richtig. Und auch die Beeinflussung, wenn Zahlen genannt wird, das ist einfach phänomenal, wie man das Geflecht einfach auseinanderreißen kann. Diese ganzen Neuberechnungen, es ist spannend. Und wenn man auf etwas deutet, nicht wahr? Gar nicht auszudenken. Nun ja, vielleicht könnt ihr das näher ausführen. Ich lade euch gern zu einem Tee ein. Nein, meine Forschungen sind natürlich geheim, müsst ihr wissen. Natürlich. Dass euch das gar nicht gesagt worden ist. Ich bin etwas verwirrt. Dass eure Gefährten einfach so mit euch darüber sprachen, ist verwunderlich. Nun ja, unter Gelehrten kann man schon einmal sich austauschen. Vielleicht kann ich etwas nun ja beifügen zu eurer Kunst. Beifügen? Wir fügen nichts bei, wir lesen nur. Wie kommen wir darauf, dass wir es beeinflussen? Ihr seid neu in der Astromantie, oder? In der Tat. Nun erzählt mir noch etwas genauer. Nein, wie gesagt, das ist eine Geheimhaltung. Ich habe zwar wenige Seiten Pergament dazu geschrieben, aber nun, ich ziehe es doch vor, dass es mündlich... Nein. Ich kenne euch auch noch gar nicht. Ich kann euch etwas über den Vogelflug erklären, wenn ihr mögt, mein Freund. Oder über das Teesatz lesen. Möchtet ihr ein Stück? Nein, danke. Sulaiman berichtet mir weiterhin, ihr benutzt seltsame Mechaniken, um nun ja ein etwas größeres Astrolabium. Ihr wisst es vielleicht nicht, ich bin ein sehr fähiger und anerkannter Mechanikus. Ich habe bei Leonardo von Ravina gelernt. Ist dem so? Ja, spannend. Das solltet ihr am besten... Ja, die Willmanns pflegen ja auch einen Mechanikus in ihrer Familie. Das solltet ihr doch am besten dann mit ihm besprechen. Ich bin kein Mechaniker, müsst ihr wissen. Nun, ich... Was das mit der Astromantie zu tun hat, weiß ich auch nicht. Nun, ich hoffte, dass ihr mich den Willmanns vorstellen könntet. Sag das doch gleich. Wen wollt ihr denn kennenlernen? Nun, Garlic Willmann, sagte man mir, wäre der passende Ansprechpartner für nun ja derlei Projekte. Er ist sehr beschäftigt, müsst ihr wissen. Die Astromantie, es tut sich sehr viel in letzter Zeit. Ihr müsst verstehen, das Kammerkorteon ist vorangeschritten und es hat sich vieles in den letzten paar Jahren ereignet. Und es wird sich vieles ereignen. Nun ja. Seht, der Rabenkrieg wird ausbrechen, die Donnerwacht-Kampagne wird voranschreiten, der Orkensturm und all dererlei Dinge. Wisst ihr, bald wird es fliegende Elfenschiffe geben und derlei mehr. Interessant, was ihr nicht sagt. Nun, könnt ihr mich dem Oberhaupt der Familie Willmann vorstellen? Ich sagte doch bereits, dass er viel zu tun hat. Vielleicht ich könnte euch mit dem Mechanikus bekannt machen, aber das ist sicherlich, dann müsstet ihr einfach in die Fakultät gehen. Nun gut, ihr werdet mir keine Hilfe. Ich hoffe auf euch, aber... Ich kann sie euch gerne vorstellen, aber das Oberhaupt hat nur, wie gesagt, viel zu tun. Vielleicht sollten wir das diesen Herrn selber entscheiden lassen, wem er kennenzulernen glaubt und wen nicht.
Aber wenn ihr nicht über diese Kontakte verfügt, kann ich das verstehen. Ich kann euch sonst die Sternwarte an Anchopal empfehlen, wenn ihr noch etwas lernen mögt. Wir sind dort vielleicht nicht ganz so wählerisch. So, wählerisch. Ich verstehe. Oder die Mechanikschule von Aldyra. Vielleicht lernt ihr dort etwas. Verzeiht. Nun, ich brauche keine weitere Unterweisung von solchen Amateuren. Ich habe bei Leonardo gelernt. Was sagte dir bereits? Und anscheinend habt ihr keine Ahnung, wer Leonardo, das Genie der Mechanik, ist. Und wir haben auch von ihm im Astrolabium gelesen, selbstverständlich. Sein Aufstieg nach dem Fall von Galotta, für den ihr verantwortlich wart, immerhin, nun ja, er hat direkt mit euch konnotiert. Seine eisernen Türme ragen hoch und er wird wohl noch einige Zeit überdauern, bis ihn einige Helden stürzen. Ja, sicherlich. Was ihr nicht sagt, er würde niemals ein Neptarch werden. Nicht Leonardo. Das ist bereits geschehen. Gemeinsam reagiert er mit einem Triumvirat, aber nun, wer bin ich, dass ich euch die Zukunft vorhersage, die euch nicht interessiert? Nun, ihr glaubt, die Zukunft zu kennen. Nicht wahr? Ihr müsst so. Eure Zukunft liegt allerdings in der Vergangenheit, wie ich bereits sagte. Das redet ihr nur für einen Unsinn. Ihr müsst die Schleiertanzkampagne vollenden. Was wisst ihr von den Schleiern? Nun, ich bin plötzlich sehr leise. Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, wart ihr doch das letzte Mal hier und Zulamin und Boltax haben mich da ein weiteres Mal aufgesucht. Ihr sagtet doch selber, ihr könnt in die Zukunft sehen. Was habt ihr gesehen? Ihr wolltet doch nicht zum Vogelflug kommen. Ich bin empört. Ihr wisst also nichts. Das ist vielleicht gut für euch. Ihr solltet das beibehalten. Wollt ihr mir drohen? Ich? Nein, ich bin ein einfacher Gelehrter. Und ich bin ein einfacher Astromant. Nun gut, dann haben wir unsere Weisheiten ausgetauscht. Gehabt euch wohl. Ja, ich würde dann wieder zurückgehen, aber vielleicht mache ich einen kleinen Schlenker über die ist die mechanische Fakultät oder die Die ist auch hier, die ist ja. Hier im Komplex. Dann würde ich mal diesen Mechanikus aufsuchen, der für die Wartung oder den Bau der Geräte bei den Willmann zuständig ist. Das ist der Dekan-Mechanikus, das ist Dragan Willmann, dem gehört die Fakultät. Ah, dann würde ich diesen aufsuchen. Ja, als du dich umdrehst von diesem seltsamen Astromanten weg, hast du kurz das Gefühl, als du im Augenblickwinkel, hat er ein drittes Auge auf der Stirn? Blickst dich nochmal schockiert um? Nein, kann nicht sein. Und dann mit einem merkwürdigen, schauerhaften Gefühl kannst du dann vom Astromantieturm oder Astrolabium wieder nach unten gehen. Durchsuchst ein bisschen hier die Räume und findest dann nach kurzer Wartezeit vor dem Sekretariat des Fachbereiches kannst du dann eingelassen werden zu Dragan Willmann. Der hat sein Zimmer verdunkelt, die Vorhänge sind zugezogen, dick und schwarz, ein paar Kerzen, die brennen und es riecht so ein bisschen nach Wachs, hast du das Gefühl. Er betrachtet dich, nickt dir zu. Nimm Platz, was kann ich für euch tun? Ingram zum Gruße, guter Mann. Ja, durch auch. Dürfte ich fragen, warum ihr leise spricht und dieses Zimmer verdunkelt ist? Nein, was mögt ihr? Nun, ich suche Kontakt zum Oberhaupt der Familie Wehmann und ich hoffte, dass ihr mir entsprechend weiterhelfen könntet. Tja, sicherlich, aber Garlic Willmann ist sehr beschäftigt. Was mögt ihr denn von ihm? Nun, ich würde mir gerne seinen Garten und seine, nun ja, Gerätschaften in Augenschein nehmen. Ein jedes habe ich entworfen. Könnt ihr euch gerne ansehen, wenn ihr mögt. Ich habe die technischen Zeichnungen auch hier. Nun, ich dachte mir, sie in Praxis kennenzulernen. Nun, wie gesagt, ihr könnt euch doch gerne umsehen. Die Alanfana Wasseruhr, wasserbetriebene Aufzüge, die Bohrons Trommeln, so wie ich sie genannt habe, Seifengeschütze.
Ich habe verschiedenste Dinge über Winkelmaßtafeln, die Zinseszinstafeln entwickelt. Interessant. Nun, meine Gefährten berichtet mir von einigen spektakulären Apparaturen im Garten der Familie Willmann. Wie gesagt, ihr könnt euch sie ansehen. Ist es so einfach, sie einfach aufzusuchen und sie lassen allein? Ich werde euch auf die Liste schreiben. Hab vielen Dank. Verzeiht bitte, dass ich nicht mitkomme. Warum sprecht ihr so leise? Meine Stimme ist angegriffen. Nun, dann empfehle ich euch einen Holunder-Tee. Danke. Und gute Gesundheit. Möge Ingram über euch wachen. Das war es bereits. In der Tat. Also gut, ich lasse euch auf die Liste für den Garten setzen. Vielen Dank. Gutes Studieren. Danke. Eure Götter mit euch. Bei diesem Ausspruch drehe ich mich nochmal etwas verwundert um, nicke und verlasse den Raum. Ja, eine sehr merkwürdige Kreatur. Auch wenn er, warum auch immer, erst zum Dekan Mechanicus geschafft hat. Aber wenn seine mechanischen Erfindungen dahinter stimmen, dann... Tja, kannst dann die Gänge entlang gehen, siehst da wohl noch irgendwelche Aushänge, die an den Wänden hängen, die Wiederentdeckung des bosporanischen Wurzelziehens. Na gut. Da fällt mir siebenteils ein, ich schaue mal in meiner eigenen Fakultät nach, ob die Vorlesungen ausfallen oder nicht. Natürlich fällt sie nicht aus. Gestern wegen den großen, grandiosen Spielen, aber selbstverständlich musst du heute wieder am 21. Travier deine 2 Stunden absitzen. Hoffentlich ist Boltax auch pünktlich. Aber derweil bei Zulamin. Bei dieser Amira- und Lukan-Sache warten wir auf eine Einladung, richtig? Ja. Tja, gut, dann bin ich mit Boltax unterwegs, denn ich sollte ihn ja begleiten und ich glaube, ich muss aufpassen, dass er keine Gräume meuchelt oder so. Dann zur Arena, ja? Genau. Okay, dann könnt ihr die große Baal-Honak-Arena wieder betreten. Tastet euch da so ein bisschen herum, fragt ein bisschen und dann könnt ihr zu einer großen Schauanlage dann gelangen, wo die Wetten von gestern wohl wieder abgebildet sind. Der Umbau der Arena findet noch nicht statt. Ihr könnt wohl sehen, dass mehrere Palmen umgeknickt sind. Warum auch immer, das war nicht der Schlinger. Aber sie liegt leer und verlassen da, was sehr im Widerspruch ist. Ihr könnt auch sehen, dass die Arena tatsächlich ziemlich verwüstet worden ist. Und einige Leute laufen gerade durch die Sitzreihen und versuchen aufzuräumen. Derweil kommt vor den Tresen ein kleiner Gräum, der sich dann auf eine große Kiste stellt, damit er dann drüber gucken kann und blickt euch aus seinen großen, gierigen Augen an. Ja, Sie wünschen? Nun, ich wünsche mir vor allem... Naja, was ich mir wünsche, spielt eigentlich keine Rolle. Bettscheine, bitte. Ja. Ich habe viel gewonnen. Naja, das wird der Wettschein zeigen. So, so. Du bist der Zwerg, der gestern in der Arena stand, ja? In der Tat, und der den Schlinger bezogen hat. Ja, darauf, ihr seht alle so gleich aus. Das kann man über euch auch sagen. Das ist rassistisch. Ja, richtig. Also gut. Ein Wettschein über 10.000 Dukaten, ja? Ich habe 2 gesetzt, aber wenn wir sagen wollen, ich habe 10 gesetzt, naja, ich habe ja gewonnen, also es wäre nur mehr Gewinn für mich. Nein, nein. Weil ich bin ehrlich. Ich sehe ja, das war Gewinnsumme, wenn es gedeckt wäre, aber leider war es nicht gedeckt. Ihr bekommt also den Rest wieder, da ihr nichts eingezahlt habt, müsst ihr also auch nichts rausbezahlen, aber ich sehe hier gerade, wie gesagt, die Gegenseite hatte nicht genug Geld. Ihr bekommt also maximal 3.000 zurück. Der Rest geht dann diejenigen, die mehr gesetzt haben. Es wird also aufgeteilt zwischen denjenigen, die gewonnen haben. Und da wart ihr nicht mit dem höchsten Einsatz dabei. Oh, in der Tat. Ich dachte, ich hätte... Ja, nur aus Interesse. Wer hat denn mehr gewonnen? Das ist geheim.